Hallo zusammen, wir schließen wieder an unsere Grand Tour de Suisse, Grand Tour of Switzerland. Wir waren jetzt fast 5 Wochen in Italien unterwegs, sind zurück in der Schweiz und starten hier in Lugano. Was heißt starten? Also wir haben tatsächlich nur 2 Nächte hier in der Schweiz, bevor es wieder nach Deutschland geht. Aber wir sind hier am Luganersee und hoffen, dass wir hier in Lugano noch ein bisschen was Nettes mit euch zusammen anschauen können. Wir sind eine ganz steile Treppe runter hier zum Ufer und Volker musste seinen Rollator die Treppe runterschleppen. Daneben ist wohl mal so eine Seilbahn oder sowas, Zahnradbahn gewesen, die ist aber nicht in Betrieb. Muss man nachher gucken, wo wir wieder raufkommen. Ja, jetzt sind wir aber erstmal hier unten. Dann gucken wir mal, was wir alles vorfinden. Schatten aushalten, Volker ist da ein bisschen unempfindlicher als ich und mir macht das zu doll. Der Hund möchte bestimmt gleich nochmal im See baden und dann werden wir irgendwann langsam wieder nach oben zum Wohnmobil tigern. Mal sehen, was wir dann tun. I would rather be
diese lange Treppe nach oben Richtung Wohnmobil. Die steigen der Joe und ich jetzt rauf. Volker nimmt sich ein Taxi. In Lugano gibt es auch einen offiziellen Stellplatz. Der hat allerdings nur 8 Plätze. Hier gibt es eine kleine Möglichkeit, wo man sich hinsetzen kann. Und gleich daneben ist die Parkuhr mit den Tarifen. Ganz schön viel Geld, aber es sind tatsächlich nur 10 Minuten bis zur Innenstadt. Achtung, man kann nur mit Münzen bezahlen. Die Parkbuchten sind ziemlich groß und Strom ist im Preis mit drin und eine Ver- und Entsorgung gibt es auch. So, das ist die Ver- und Entsorgungsstation hier, wo man frisches Wasser kriegen kann und die Toilette entleeren kann. Und hier ist der Bodeneinlass fürs Grauwasser. Ja, wir haben nicht immer wunderschöne Plätze zum Leben. Gehört auch dazu, dass man einfach mal auf einem ganz normalen Stellplatz ist. Und dieser Stellplatz hier hat da zumindest noch Platz zwischen den Autos. Aber man steht hier also nicht anders als auf dem Parkplatz. Manchmal ist das halt so, vor allen Dingen in Städten. Und wir sind ja nun in Lugano und sind froh, dass wir überhaupt hier in Lugano so stadtnah diesen Platz haben. Und jetzt gibt es Abendessen, denn drin kann man es nicht aushalten. Deswegen lieber draußen auf dem Parkplatz sitzen. Es ist so heiß. Okay, bis dann. Guten Morgen. Also dieser Stellplatz da in Lugano, den wir jetzt verlassen haben, der war ja echt nicht schlecht. Aber es war ein Lärm. Irgendwie wurden Betonplatten auf LKWs geladen auf dem Nachbarplatz. Jugendliche haben gefeiert. Also die Nacht war kurz. Und jetzt sind wir unterwegs nach Bellinzona. Da soll es 3 Burgen geben, die man ganz so mit einer Stunde Rundweg sich angucken kann. Da werde ich mit dem Joe lang marschieren. Und von da aus verrate ich euch dann, wie es danach weitergeht. Denn wir mussten unsere Pläne ändern. Aber das verrate ich dann später. Ja, jetzt bin ich an der Burg Montebello in Bellinzona. Die Anfahrt war sehr abenteuerlich, weil ich den Schildern gefolgt bin statt dem Navi. Und das hat mich über ganz fürchterlich enge Straßen geführt. Aber ich habe es geschafft. Jetzt stehe ich hier vor der Burg und dann will ich mal schauen, wie es hier weitergeht. Ob ich hier spazieren gehe oder in die Burg rein. Mal gucken. Thank you.
habt es gesehen, wir sind weiter unterwegs. Eigentlich wollten wir über den Lukmanier-Pass und dann über den Oberalp-Pass fahren. Aber der Lukmanier-Pass ist gesperrt. Und zwar nicht wegen Schnee, sondern es ist richtig viel Fels runtergekommen und die Straße ist verschüttet. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, aber jetzt können wir halt auch die Straße nicht fahren. Also haben wir umgeplant und fahren jetzt den Gotthardpass. Und wir wollen, wenn das möglich ist, die alte Passstraße fahren. Tremolo heißt die. Die muss wohl noch mit Kopfsteinpflaster sein. Ich hoffe, das klappt. Ihr habt gesehen, dass die Sicht gerade gar nicht gut ist. Wir versuchen es einfach mal. Passhöhe. Und hier werden wir auch übernachten. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Wir finden das total schön. Hier ist direkt ein kleiner See. Und wenn man sich rumdreht und das Panorama anguckt, da hinten sind die Gaststätten. Hier ist noch ein kleiner See. Straße weiter. Da fahren wir dann morgen runter. Oh, Volker krallt sich hinten am Wohnmobil fest, um nicht in den See abzustürzen. Hilfe! Das ist ein Gletschersee. Ich werde sofort eines Kältetodes sterben. Genau, und Joe guckt belustigt zu. Heute war ein schöner Tag. Ihr habt es ja auf den Bildern gesehen. Und wir beschließen diesen Tag jetzt, indem wir einen Bardolino aufmachen von diesem wunderschönen Weingut, was ihr, wenn ihr auch der Oberitalienreise gefolgt seid, gesehen habt, wo diese Schäferhündin gewesen ist. Von dem Weingut ist der. Das ist einer von der besseren Sorte.
und bestimmt irre lecker. Ich habe ihn probiert, er war irre lecker, also wird er auch jetzt irre lecker sein. Und ja, damit schließen wir diesen Abend. Und morgen geht es dann Richtung Deutschland. Meister, schreiten Sie zur Tat. Wollt ihr mal riechen und mal probieren? Bitte schön. Und einmal schwenken, damit man die Fenster sieht. Probieren. Und ja, dann zum Wohl. Zweites EM-Spiel. Diesmal sitzen wir hier auf dem Rathausparkplatz vom Glottertal. Direkt vor der Feuerwehr. Genau, auch das noch. Aber ohne zu stören. Also wirklich. Ja, also wir versperren keine Ausfahrten. Und ja, jetzt gucken wir zumindest die erste Halbzeit, denn um 19 Uhr haben wir einen Tisch reserviert im Goldenen Engel. Wenn das kein Omen ist. Nein, wir haben eine Speisekarte schon gesehen. Und es klingt großartig und auch nicht billig. Das ist so beim letzten Abend dieser schönen Reise, ist das okay. Als Aperitif habe ich eine kalte Ente und da gibt es auch schon Brot und Kochkäse. Und parallel dazu kann ich es nicht lassen, Fußball zu gucken. Und ich werde verrückt, wenn ich diesen Stand sehe. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt gibt es einen Linsenraffi mit einem Leberknödel. So, Vollgart, Ente, und ich habe Tatar von Forelle und Lachs mit grünem Spargel. Jubel, 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 Jubel! Volker hat Rinderfilet mit schwarzem Knoblauch. Und ich habe vom Tagesmenü zweierlei vom Rind mit Bohnen. Und den herrlichen Glotterteller Weißherbst. Guten Appetit, Volker. Guten Appetit, Volker.
Kids, Christa. Für Volker gibt es eine gesmokte Rhabarber-Roulade mit Erdbeeren. Und für mich gibt es ein Heidelbeertörtchen und Basilikum-Eis. Und weiß ich nicht, was sonst noch für leckere Sachen. Guten Appetit. Das ist der Abschluss unseres wunderbaren Abschlussessens. Und mit dem Ende von diesem Frühstück endet dann auch schon fast unsere Reise. Auf jeden Fall der Teil, bei dem wir noch irgendwo sind. Gleich sind wir auch irgendwo, aber unterwegs auf dem Weg nach Hause. Ja, und damit endet dann auch dieses Video und diese Videoreihe von unserer Reise, die ja mit der Grand Tour Swiss begonnen hat. Dann weiterging nach Oberitalien, völlig ungeplant, aber wunderschön. Dann nochmal zurück in die Schweiz und jetzt hier im Glottertal schon in Deutschland. Wir werden eine Weile zu Hause sein, aber nicht allzu lange, denn dann geht's wieder los. Und im Moment sind unsere Pläne so, dass es dann Richtung Rumänien weitergeht. Da wir unsere Pläne schon öfter umgeworfen haben, ist das nicht sicher, aber wahrscheinlich. Also lasst euch genauso überraschen, wie wir überrascht sein werden, wo es dann wirklich hingeht. Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns gereist sind und freuen uns noch mehr darauf, wenn ihr wieder mit uns verreist. Und ja, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, dann werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn es wieder losgeht. Ansonsten schaut einfach zwischendurch mal rein, Kastenwagentouren. Ja, und viel Spaß für euch in der nächsten Zeit. Vielleicht seid ihr ja auch unterwegs. Wir müssen so einiges regeln zwischendurch zu Hause und dann geht's wieder los. Bis dann, ich freue mich aufs Wiedersehen mit euch. Tschüss!